Das Spiel Star Fox 64 oder Lighted Wars, wie es in Europa hieß, war im Jahre 1997 einer der ersten großen Titel für das damals noch junge Nintendo 64. Das Spiel begeisterte damals mit arcadigem Stil, actionreichen Schießereien und einem spaßigen Mehrspielermodus. Nun, 14 Jahre später, bekommt der Titel ähnlich wie schon Ocarina of Time eine 3DS-Umsetzung spendiert. Kann Star Fox 64 3D noch einmal für ähnliche Furore sorgen wie damals oder hat der Weltraumfuchs seinen Zenit überschritten? Die Geschichte von Star Fox 64 3D ist schnell erzählt. Der fiese Wissenschaftler Andross versucht mit seinen Truppen das Lylat-System zu unterjochen. Das gefällt dem Anführer der Streitkräfte des Planeten Corneria, General Pepper, gar nicht und so ruft er in seiner Not das Star Fox-Team zu Hilfe. Das besteht aus insgesamt 4 Mitgliedern. Neben Chef Fox McCloud steigen auch noch Falco Lombardi, Peppy Hare und Mechaniker Slippy Toad ins Cockpit. Jetzt müssen die 4 auf ihrer Reise durchs Lylat-System die unterschiedlichsten Planeten von Andross' Truppen befreien und schlussendlich dem bösen Wissenschaftler Selbstdinger ausmachen. Fans des N64-Originals dürfen keine großen Überraschungen erwarten, denn die Geschichte ist absolut identisch. Zusätzliche Story-Kapitel oder ähnliches gibt es nicht. Am eigentlichen Spielverlauf hat sich im Vergleich zum N64-Teil nichts geändert. Ihr fliegt in der Rolle von Fox McCloud durch die korridorartigen Levels und ballert Unmengen von Gegnern zu Schrott. Dafür nutzt ihr hauptsächlich den Laser eures A-Wings. Haltet ihr die Schusstaste gedrückt, aktiviert ihr eine zielsuchende Rakete, die den Gegner verfolgt und auch ganze Gruppen erledigen kann. Achtet auf die Extras, die euren Laser aufrüsten, denn damit sind die zahlreichen Feinde im Nu vom Himmel geholt. Außerdem verteidigen sich Fox und Co. mit Rollen und Loopings, um Schüssen auszuweichen. Hin und wieder rufen eure Teamkollegen um Hilfe. Dann müsst ihr ihnen so schnell wie möglich zu Hilfe eilen, ansonsten nehmen die Mitstreiter ziemlich viel Schaden. Im schlimmsten Fall werden sie komplett zu Klump geschossen und ziehen sich aus den Kämpfen zurück. Die nächste Mission müsst ihr dann ohne den jeweiligen Flügelmann bestreiten. Auf eurem Weg zum Andross-Planeten Venom besucht ihr insgesamt 16 Orte des Lylat-Systems. Allerdings nicht alle gleichzeitig, sondern über diverse Routen. Ihr ballert euch unter anderem durch ein Asteroidenfeld, eine Sonne oder einen komplett verseuchten Wasserplaneten. Wunderbar, dafür könnte ich dich küssen. Die Schauplätze sind sehr abwechslungsreich und überall gibt es etwas zu entdecken, auch wenn ihr euch natürlich hauptsächlich auf die Luftschlachten konzentrieren solltet. Besonders interessant ist, dass es auf vielen Planeten alternative Routen gibt. Hier auf Corneria retten wir zum Beispiel Kumpel Falco vor einem Abschuss und fliegen im Anschluss durch sämtliche Steinringe und schon zeigt uns der Kollege einen geheimen Weg durch den Wasserfall. Sowas gibt es bei Star Fox 64 3D öfter. Die alternativen Routen motivieren zum mehrmaligen Durchspielen, zumal ein Durchgang ohnehin kaum länger als eine Stunde dauern dürfte. Man ist aber nicht immer nur im Cockpit des A-Wings unterwegs. Eine Mission spielt auch auf dem Planeten Aquas, also hüpft ihr dort in ein U-Boot und verteidigt euch mit Torpedos. Und an anderer Stelle hüpfen Fox und Co. in einen Panzer, der unter anderem sogar über eine Schwebefunktion verfügt. Da ist der Zug! Ich greife ihn! Ein besonderes Highlight von Star Fox 64 3D sind die Endboss-Kämpfe. Hier gilt es, riesige Roboter oder ähnliche Maschinen zu besiegen. Jeder Endboss-Brocken hat bestimmte Schwachpunkte, die ihr erst kaputt schießen müsst, um den Kampf zu gewinnen. Die Endboss-Kämpfe sind besonders bombastisch inszeniert, außerdem fliegt ihr dort meistens anders als in den Levels komplett frei herum, nämlich in der sogenannten offenen Formation. Es gibt allerdings auch ganze Level, die ihr komplett in der offenen Formation fliegt. Schon nach ein paar Spielminuten wird klar, Star Fox 64 3D hat nichts von seinem Charme von damals verloren. Die Steuerung funktioniert auch auf dem 3DS hervorragend und gibt euch jederzeit die volle Kontrolle über eure Vehikel. Es ist eine Menge auf dem Bildschirm los und schnell ertappt man sich dabei, einen Planeten noch einmal zu besuchen, um eine noch höhere Punktzahl zu erreichen. Neben dem Einzelspielermodus bietet Star Fox 64 3D ebenso wie das Original einen Mehrspielermodus, in dem es mit bis zu 4 Leuten in diversen Modi zur Sache geht. Unter anderem müsst ihr in einer bestimmten Zeit möglichst viele Gegner abschießen oder es geht mit einer bestimmten Anzahl von Leben an den Start. Das Besondere und Witzige am Mehrspielermodus ist die Nutzung der eingebauten Kamera. Die filmt euch nämlich während der Sessions und markiert die Gegner auf Wunsch mit dem jeweiligen Konterfei. Da macht es direkt doppelt so viel Spaß, dem Gegner ein paar Raketen ins Triebwerk zu jagen. Zumal der Sieger am Schluss auch noch ein nettes Krönchen spendiert bekommt.
Im Gegensatz zu Story und Spielablauf hat sich bei der Technik am meisten getan. Es ist immer jede Menge auf dem Bildschirm los, außerdem läuft das Spielgeschehen zu jedem Zeitpunkt flüssig. Nur hin und wieder gibt es ein paar Aussetzer wie ins Bild ploppende Asteroiden, was aber verzeihlich ist. Zudem hat Nintendo für die 3DS-Version die Texturen überarbeitet. Die sehen jetzt deutlich schärfer und knackiger aus als auf dem N64. Auch die Fernsicht ist deutlich besser, zudem sehen gerade die Schnee- und Feuereffekte mit angeschalteten 3D-Modus ziemlich gut aus. Eine Überraschung gibt es auch beim Sound, denn die Sprachausgabe von Freund und Feind erschallt nun in Deutsch aus den Lautsprechern. N64-Veteranen werden sich erinnern, vor 14 Jahren war die Sprachausgabe lediglich Englisch. Ansonsten gibt es die gleichen kräftigen und atmosphärischen Soundeffekte und Musikstücke zu hören wie im Original. Star Fox 64 ist auch in der Nintendo 3DS-Version ein hervorragendes Actionspiel. Sicherlich, viel getan hat sich im Vergleich zum Original zwar nicht, dennoch ist das arcadige Spielgefühl immer noch so motivierend wie vor knapp 14 Jahren. Und die überarbeitete Optik und der Mehrspielermodus mit dem Kamerasystem sorgen zumindest für etwas frischen Wind. Alle, die das Spiel damals verpasst haben, können ebenso zuschlagen wie Fans des N64 Lilith Wars, sofern sie es nicht ohnehin noch irgendwo im Schrank haben. Fox McCloud und sein Team sind auch im Jahr 2011 immer noch für ein paar Highscore-Jagden gut. Yippie!